So Leute, und weiter geht's. Wir spielen das Level The Murder of Crowd. Ja, mal gucken, welche Zielpersonen Colonel wir treffen Dawson, müssen. the American Secretary. Startmission. Angelina Mason, Mark Purahai 2, wieso 2 weiß ich auch nicht. Und Raimund Kulinski. Gut, gut soweit. Na gut, als Vogel verkleidet ist schon ein bisschen lächerlich. Gut, fangen wir an. Im Restaurant, da saß der Hitman. Und er wollte sich ein Grillhähnchen bestellen. Gut. Oh mein Gott, das sieht ja aus wie Karneval bei uns auf den Straßen in Deutschland. Nur ein bisschen schlimmer. Was die wohl da feiern? Wir laufen, laufen. Die ersten Doppeltüren. Als ob ich es nicht geahnt hätte, sehe ich die erste Zielperson und hole meine Münze raus. Zum Anlocken. Münze hinschmeißen und zurück. Einmal die Giftspritze und töten. Fertig. So, walkie-talkie, walkie-talkie. Hier. Walkie-talkie. Super. Damit hätten wir Missionsziel 1 erledigt. Begeben wir uns zu Missionsziel 2. Laufen die Straße entlang. Soundblaster oben, was er. Da oben steht der Präsident, den ihr beschützen sollt. Obwohl ich bis jetzt noch gar kein Mal gesehen habe, dass er irgendwie getötet wurde, aber ich spiele ja auch noch mit Zeitlimit, das eigentlich ganz okay ist. So, da hinten, in dem roten Kostüm da, dieser Vogel, das ist mein zweiter Auftrag. Wie ihr seht, läuft der jetzt links lang, aber der läuft in diese Gasse, wo ich jetzt renne. Genau diese Gasse hier. Und jetzt gleich kommt er. Hoffe ich mal. Der Hitman mit dem Strichcode auf den Kopf. Ein lustiges Gesicht hast du. So, schleichen wir uns heran. Sonst bemerkt er uns. Ist aber auch sehr realistisch, wenn man so einen Koffer voll Diamanten hat, dass man in eine dunkle Gasse geht, wo ganz viele Menschen sind. Das ist sehr logisch. Naja, egal. Ich reg mich nicht mehr auf über die Logik des Spiels. Truck Body. Ab in die Mülleimer mit dir, du Sack. Rabum. So. Nehmen wir den Koffer voll Diamanten und laufen. Zum nächsten Auftrag. Der befindet sich hier bei Latin Fever. So. Ein Mann, der sehr viel getrunken hat. Scheint so auf jeden Fall. Und eine Wache oder Koch, der den Müll rausbringt. Gut, der Koch, der läuft. Läuft und läuft. So, wenn er wegguckt, dann könnte er eigentlich auch schon rein. Und läuft schnell nach oben, bevor ich der untere Koch da sieht, sonst werdet ihr rausgeschmissen, aber das müsst ihr halt schnell tun. Tür öffnen, langsam reinschleichen und gucken, wo er ist. Da, korrekt. Lauft. So, jetzt wo ich mal. Oh, scheiße, scheiße. Lol, hab ich nicht gesehen. Klavierseite. Ja. Oh mein Gott, ist der doof. Wie kann er mich nicht bemerken? Wie kann er mich nicht bemerken? Normalerweise hätte er mich schon längst bemerkt. Naja, egal. Hauptsache schon mein Auftrag erledigt. Und das lautlos. Jetzt gehen wir zur letzten Auftragsperson. Also laufen wir die Gasse wieder raus. Und auf der Straße entlang. Ich frage mich nur, was es mit den Vögeln auf sich hat. Das habe ich immer noch nicht kapiert. Dass sie wachen, als Vögel rumlaufen. Das sieht so bescheuert aus. Naja, ihr werdet gleich sehen,
Ich werde mich als gelber Vogel verkleiden. So ein Schwachsinn. Auftragskiller hier, ich bin cool, ich bin Hitman und so. Der beste Auftragskiller, aber mit einem Vogelkostüm rumrennen gleich. Gott, das ist nicht mehr normal. Jetzt müssen wir warten. Da rechts ist ein Vogel. Ganz in der Ecke, da oben ist ein Vogel. Und ich weiß, wenn ich durch diese Gasse laufe, dann holen die ihre Waffen raus und dann wollen die mich auch schon abschießen. Also warten wir lieber, bis ich mich freiziehe. Das ist schon ein Zeichen gegeben. Der erste Vogel kommt von da. Schießt ihn schon. Gut, er geht wieder zurück. Ein gutes Zeichen. Für mich. Einen Moment noch warten. Gut, wenn er reingeht, dann könnte er auch schon loslaufen, weil der wird sich direkt nach rechts biegen. So, anschleichen. Nächste Person. Betäubungsspritze raus, den braucht ihr ja nicht töten. Jawohl. Super. Hat ja geil geklappt. Drag Body. Bisschen ein Stückchen nach da, weil der Typ steht jetzt gleich wieder draußen. Wäre super, wenn er den nicht sieht, bevor ich mich hier angezogen habe. So. Und auch du kommst in die Mülltonne. Gute Nacht. Arabum. Ja, lass alles stehen und liegen. So, dann rennen wir rein. Ach Scheiße, jetzt lässt er mich. Jetzt müsst ihr da sozusagen reinrennen, damit ihr den überrumpeln könnt. Ist auch mal wieder so ein komischer Hitman. Softwarefehler. Das gibt so viele da drin. Hat man ja eben schon gesehen mit dem einen grauen Vogel, der mich nicht gesehen hat, obwohl ich vor dem stand. Naja. So. Ich zeige euch noch einen Softwarefehler jetzt. Weil die Wachen lassen sich auch austricksen, weil der kommt ja jede 10 Minuten rein. Also halten wir ihn auf und warten so lange, bis der andere in der richtigen Position steht. Und in dem Moment geht der dann raus. Warte, du Arsch. Warte. Warte, warte, warte. Du sollst aber halt warten. Warte. Ja. Ach, Scheiße. Scheiße, okay, dann haltet ihn hier nochmal auf. Ihr braucht immer ein bisschen Zeitaufwand. Aufhalten. Bis dann raus steht. Super. Ach, ja. Hier zu. Da. Bücken. Ja, und jetzt kann man ihn eigentlich auch schon. Klavierseite. So. Zack. Das war's mit dir. Wir nehmen den Körper. Du kommst jetzt mal ins Gefrierfach. So wie die anderen Hühnchen auch. Aber guckt euch doch mal bitte das Kostüm an. Ey, leck mich am Arsch. Mein Gott. Echt? Dummer geht's nicht. So, das war meine letzte Zielperson. Jetzt müssen wir nur noch zum Escape Point. Zum Escape Point laufen. Dafür laufen wir dann wieder zurück. Komplett. Aber erstmal Hitman-Kleidung anziehen. Sweet. Und den Diamantenkoffer nicht vergessen. Wenn alles gesichert ist, dann könnt ihr euch zum Ausgangspunkt begeben. Und ich denke, dass die Mission mit lautloser Killer ausgezeichnet ist, weil ich wurde ja gar nicht gesehen. Besser kann man die, glaube ich, auch gar nicht schaffen. Gut, hier vorne müsste irgendwo der Ausgangspunkt sein. Ja, da vorne. Da. Escape. Also bei mir sind 3 Kills zusammengeschrieben. Das ist okay. Und mein Rating: Silent Assassin, lautloser Killer. Gut. Dankeschön. Wir spielen in den nächsten Tagen weiter.